Unser Land leistet sich den teuersten Senderdschungel der Welt. Über 20 Fernsehkanäle, über 60 Radioprogramme, zahllose Internetseiten. Neuestes Projekt Funk, ein Internetformat, das wie selbstverständlich die privaten Plattformgiganten YouTube und Facebook nutzt. Kostenpunkt 44 Millionen Euro jährlich. Typisch. Das auf jugendlich getrimmte Format zieht im Vergleich mit Amateuren den kürzeren. Diese erzielen mit guten Ideen und handelsüblichen Tablets vielfach größere Reichweiten. Und für sie müssen weder Pfandflaschen sammelnde Rentner zahlen, noch Millionen Euro eingetrieben werden. Das ist die Welt bei YouTube. Die Gesamteinnahmen der Öffentlich-Rechtlichen betrugen im Jahr 2015 9,6 Milliarden Euro. Allein aus Rheinland-Pfalz flossen 2016 durch die Rundfunkgebühr 386 Millionen ab. Das ist bare Kaufkraft. Die Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs KEF hat jüngst für den Zeitraum von 2017 bis 2020 einen Überschuss von 540 Millionen errechnet. Kein Wunder, nach der Beitragsreform von 2013 wird pro Haushalt und Betriebsstätte abkassiert. Jeder zahlt für immer. 39 Euro gibt der Bürger für Medien im Monat aus, davon werden 42% durch die GEZ am Monatsanfang eingezogen. Das Geld ist weg. Viele Bürger fragen, was soll das noch? Und trotz alledem ertönt der Chor der Staatsfunker. Nein, falsch! Wir leben doch von der Hand im Mund, wir sparen uns kaputt. Wohlgemerkt, Ihr Budget übersteigt die Haushalte von Staaten wie Island, Estland, Costa Rica. Es ist 10-mal so hoch wie der Haushalt von Syrien. Der Intendantenelite wird die Arbeit regelrecht vergoldet. Tom Buro, WDR, Jahresgehalt 399.000 Euro. Und die Sparanstrengungen? Die Wirklichkeit hinter Hochglanzbroschüren ist trist. 1,9% Einsparungen bis 2028, mehr geht angeblich nicht. Und Beitragserhöhungen können nicht ausgeschlossen werden. Natürlich. ARD-Geschäftsführer Ulrich Wilhelm macht einen Fehlbetrag von 3 Milliarden Euro aus, wenn der Rundfunkbeitrag nicht erhöht würde. Da kommen viele Bürger längst nicht mehr mit. Der Medienjournalist Michael Hanfeld spricht von einer Blockadehaltung, die man als gezielte Provokation verstehen muss. Die Sender forderten so die Grundsatzfrage heraus, gerade heute, was ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk heutzutage noch? Wer nicht aus durchschaubar politischen Gründen das weiter so will, muss einräumen. In Zeiten der Medienkonvergenz gibt es keinen klassischen Rundfunk mehr. Es sind Strukturreformen nötig, insbesondere weil die Ausdehnung der Öffentlich-Rechtlichen in den Online-Textbereich zu Dauerkonflikten mit dem Privaten führt. Sie müssen sich Marktbedingungen und gerade im Printbereich Auflagen im Sinkflug stellen. Und nein, die jüngste Vereinbarung zur Ausgestaltung des Telemedienauftrags zwischen den Verlagen, allen voran den Tageszeitungen und den Öffentlich-Rechtlichen, ist ein fauler Kompromiss, ein Burgfrieden, der unter, ich hoffe, hoffentlich nur sanftem Druck von Altparteien und der Fernsehfürstin zustande gekommen ist. Das ARD-Geschäftsführer Wilhelm, ja, die nenne ich aber Fernsehfürstin, ja, klar. Dass ARD-Geschäftsführer Wilhelm Google und Facebook nun zu gemeinsamen Gegnern aufgerufen hat, ist ein cleveres Ablenkungsmanöver, aber eben nicht zukunftsweisend. Die Öffentlich-Rechtlichen nutzen sie doch selbst, um Reichweiten zu steigern, und die Verleger haben in der Vergangenheit Marktchancen verpasst. Stichwort StudiVZ. Dass ausgerechnet ein schwerfälliges und teures System mit Bestandsgarantie jetzt zu Google aufholen soll, ist schwer vorstellbar. 9 Milliarden Euro. Wenn wir den Industrie- und Medienstandort Deutschland zukunftsfähig ausbauen wollen, dann müssen jetzt Maßnahmen getroffen werden. Und es sind ganz andere. Wir brauchen ein Sonderprogramm für schnelles Internet, das mehr als die bereits jetzt überholten 50 bis 100 Mbit schnell realisiert. In unserem Land gibt es aktuell viel zu wenig Landstriche mit Glasfaserversorgung. Außerdem, das Geld muss in die Erforschung der nächsten großen Zukunftstechnologie fließen. Die müssen wir fördern, der künstlichen Intelligenz. Auf diesem Gebiet droht uns nämlich Google bereits ein zweites Mal einzuholen und abzuhängen. 9 Milliarden Euro, darum geht es. Und aller Hysterie zum Trotz, wir müssen uns doch nur
von Programmballast trennen. Die Lösung ist ein schlankes Heimatfernsehen, ein Schaufenster der Regionen. Wie kommen wir dahin? Erstens Ausstieg aus dem GEZ-Zwangssystem, das bei weiteren Beitragserhöhungen eh an Akzeptanz verlieren wird. Es erfordert schon heute einen gigantischen Verwaltungsaufwand. Zweitens Grundversorgung statt Senderdschungel. Das Programmangebot soll sich auf Regionales, auf Kultur und Politik konzentrieren. Weder müssen Studios in den Regionen geschlossen werden, noch verschwinden Fernsehspiele. Denn regionales Unterhaltung mit Anspruch guter Journalismus und Dokumentation stehen endlich im Zentrum. Und dafür sind keine 9 Milliarden Euro möglich in Zeiten der Medienkonvergenz. Drittens, mehr Demokratie wagen, Staats- und Politikferne durch Strukturreformen endlich zu verwirklichen, indem man Formen der Zuschauermitbestimmung etabliert. Die in den Staatsverträgen vorgesehenen Kündigungsfristen von 2 Jahren lassen ausreichend Zeit für einen ernsthaften und rückhaltlosen Diskurs. Die grauen Eminenzen dürfen ihn nicht länger verschleppen. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu und ich beantrage gleichzeitig Überweisung in den Ausschuss. Vielen Dank.